Hi, ich dachte mir, es ist mal wieder Zeit für ein Cervix-Orgasmus-Video, da das nach wie vor mein Lieblingsthema ist. Aber ich möchte dir einfach so eine ganz kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, für dich als Frau jetzt mal. Wie du, wenn du jetzt sagst, ich möchte diesen Cervix-Orgasmus irgendwie mal erleben, ich kenne den vielleicht noch gar nicht oder ich bin mir nicht ganz sicher, dass du ja das einfach mal mit diesen Schritten so ein bisschen ausprobieren kannst. Also, kurze Background-Informationen. Die Cervix ist ja der Muttermund, also quasi das Ende der Gebärmutter. Es ragt also in die Vagina hinein und befindet sich am Ende der Vagina. Die Gebärmutter verändert sich im Laufe des Zykluses. Also wenn du einen normalen Zyklus hast und nicht die Pille nimmst, dann könntest du beobachten, wenn du das jetzt nachguckst, dass der Muttermund sich quasi ja, so Richtung Eisprung so ein bisschen zurückzieht. Er wird dann auch so ein bisschen offener und weicher. Also wenn du ihn abtasten würdest, dann wirst du merken, er fühlt sich weich an, zum Beispiel so ein bisschen wie ein Ohrläppchen. Und dann, wenn es dann wieder Richtung Menstruation geht, wenn der Eisprung quasi vorbei ist, dann wandert der Muttermund so ein Stückchen nach unten. Das ist von Frau zu Frau unterschiedlich. Ich würde jetzt sagen, so ein Zentimeter oder ein paar Zentimeter. Und wird dabei ein bisschen härter. Also wenn man ihn dann abtastet, fühlt sich so ein bisschen, ja, vielleicht so wie der Knubbel der Nasenspitze an. Es kann auch eben unterschiedlich sein, wie tief du hineingreifen musst, weil jede Vagina von Frau zu Frau ja natürlich unterschiedlich ist und unterschiedlich lang ist. Unter Umständen kann es eben sein, dass du mit deinem Finger gar nicht so gut hinkommst und dann, wenn du eben die Cervix stimulieren möchtest, also jetzt in sexueller Hinsicht und jetzt nicht nur abtasten möchtest, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall einfach einen Dildo zu benutzen, der vorne nicht zu spitz ist, damit es hinten nicht wehtut. Und wenn du ihn jetzt einfach abtasten möchtest, um mal einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie er sich anfühlt, dann hilft es zum Beispiel, wenn du in die Hocke dabei gehst oder wenn du ein Bein nach oben nimmst und so ein bisschen diesen Bereich nach unten presst, so wie wenn du auf die Toilette müsstest. Natürlich solltest du in dem Moment nicht auf die Toilette müssen, dann spürst du, wie dir das entgegenkommt und du den Muttermund auch ertasten kannst. Also Schritt 1. Wäre auf jeden Fall, dich vielleicht einfach mal vertraut zu machen und dir wirklich mal Zeit zu nehmen, einfach mal so ganz entspannt den Muttermund zu ertasten und so einfach mal so, ja, zu schauen, wo sitzt der überhaupt. Der zweite Schritt ist dann, dass du dir wirklich, wenn du jetzt eben wirklich ihn mal stimulieren möchtest, nicht nur abtasten möchtest, dass du dir dann Zeit nimmst und so ein bisschen auch wartest, bis du das Gefühl hast, dein Körper öffnet sich und es ist total wichtig, dass du dich irgendwie so entspannt fühlst. Ich kann es nicht besser beschreiben, als dass es so ein Gefühl ist, dass du dich hier unten in dem Bauchbereich, in der Bauchregion, dass du dich sehr offen fühlst. Was dabei helfen kann, ist, dass du ganz bewusst für dich atmest. Also zum Beispiel könntest du dich hinlegen und ganz bewusst für dich einatmen, ausatmen und auch merken, wie deine Bauchdecke hier, wenn du drauf hast, oft ist die so hart, ja, weil die Muskeln angespannt sind. Und der Optimalfall ist, das kannst du mal ein bisschen ausprobieren, durch Atmung, dass du wirklich hier diesen Bereich entspannst, also wenn du drauf fasst, dass es sich so ein bisschen weich und wabbelig anfühlt, dann ist es richtig, weil dann bist du noch viel entspannter. Oft ist es so, wenn man dann ein bisschen erregter wird, was ja auch gut ist, weil dann kommt eben auch die Feuchtigkeit ins Spiel und dann öffnet sich auch die Vagina. Also ist auch gut, dass du dann so erregt bist und Lust hast. Dann kann es aber passieren, dass viele dann wieder in so einen Modus kommen, dass sie so ein bisschen anspannen und da kannst du so ganz dezent wieder dagegen steuern. Also es ist vielleicht so ein bisschen wie beim Autofahren, wo man so dieses Zusammenspiel aus Kupplung und Gas geben. Weiß nicht, ob du das kennst. Das lernt man ja dann in der Fahrschule so. Da hat man irgendwann so ein Feeling dafür, wie stark man von der Kupplung zurückgehen muss und wie stark man aufs Gaspedal drückt. Und so ähnlich kannst du es dir da auch vorstellen. Das ist so ein Zusammenspiel aus so ein bisschen Erregung und aber gleichzeitig so entspannt sein. Und das kommt dann so ganz schön zusammen. Also Entspannung. Dann kannst du eben einfach deine Finger benutzen oder ein Dildo, dann ist es vielleicht noch bequemer. Mit den Fingern hast du natürlich so ein bisschen mehr Gefühl, aber ich sage jetzt mal, du brauchst jetzt auch gar nicht das Gefühl an den Fingern, sondern der Muttermund, wenn er stimuliert wird, da merkst du es dann sowieso. Ja, das heißt, du kannst beginnen, ganz vorsichtig zu stimulieren.
wenn du zu der Kategorie Frauen gehörst, und ich glaube, das sind viele Frauen, denen die Zervix, also der Muttermund, quasi wehtut, dann kann es eben sein, dass wenn du erstmal da hinten so anstößt oder so ganz leicht hinkommst, dass es sich unangenehm anfühlt. Und dann würde ich wirklich sagen, versuch dort auch wieder, versuch so ein bisschen drauf zu bleiben. Du kannst so ganz leichte Bewegungen machen, zum Beispiel so ein leichtes Klopfen oder auch ein Kreisen. Und dabei versuchst du immer wieder zu achten, darauf zu achten, ob du entspannt bist. Also auch wieder deine Bauchdecke, die Luft rauslassen oder Luft einatmen, aber dabei entspannt bleiben. Und genau, auch hier wieder so dieses Zusammenspiel üben. Wenn du dann merkst, okay, es klappt nicht so richtig, dann hör einfach wieder auf. Also ich denke, das Wichtigste ist wirklich, dass du weißt, dass es ein bisschen vielleicht dauern kann, dass du dir Zeit nimmst und dass du jetzt nicht das Gefühl hast, okay, heute muss es klappen, ich will jetzt einen Orgasmus erleben und es muss sich toll anfühlen. Das ist dann eher schwierig. Also auf jeden Fall Zeit mitbringen. Und dann würde ich sagen, machst du das so oft wie möglich. Auch wirst du vielleicht feststellen, wenn du eben nicht die Pille nimmst und dein Zyklus normal ist, dann verändert sich ja auch die Zervix. Und kann sein, dass du das an einem anderen Tag ausprobierst und du merkst so, wow, heute fühlt sich das total gut an, so automatisch bin ich da viel entspannter. Und das kann eben sehr gut sein, weil es ja eben, wie gesagt, auch so ein bisschen zyklusabhängig ist, wie hart jetzt die Zervix ist. Also wahrscheinlich der beste Moment, um das auch mal auszuprobieren, ist um deinen Eisprung herum. Also wenn du das ungefähr abschätzen kannst, dann würde ich mal diesen Zeitpunkt nehmen, wo die Zervix an sich sehr weich und offen und empfänglich ist, eben um den Eisprung herum. Und genau, ich würde sagen, bleib einfach dran und entspann dich und genieße es und mach das einfach so in deinem Tempo und dann kannst du auf jeden Fall einen super schönen und sehr, sehr anderen Orgasmus, würde ich sagen, also der unterscheidet sich sehr von dem klitoralen Orgasmus. Es fühlt sich sehr anders an. Und ich persönlich finde, dass diese Form des Höhepunkts auch eine der krassesten Höhepunkte ist, den man erleben kann. Also, weil bei der Gebärmutter quasi auch so drei Hauptnerven sitzen, die direkt mit dem Gehirn verknüpft sind. Also du kannst durch diese Art von Stimulation wirklich bewusstseinserweiternde Zustände hervorrufen. Und ja, das ist total schön. Also probier es ruhig für dich in Ruhe aus. Meistens ist es so, dass man bei der Penetration mit einem Partner, dass es da meistens, ja, durch unsere Gesellschaft haben wir uns, glaube ich, so angewöhnt, dass es alles zu schnell und zu hektisch und so leidenschaftlich ist. Ist aber dann meistens halt auch so, dass es für dich als Frau sich nicht gut anfühlt, beziehungsweise dass es weh tut. Aber die gute Nachricht ist, wenn du das öfter machst und wenn du dann quasi, also ich sag jetzt mal, jeder kleine Schritt hilft dir, die Zervix zu entspannen und irgendwann ist die einfach so entspannt. Also dann, du trainierst dich quasi darauf hin, dass du so immer entspannt bist. Also dass es dann immer weniger wichtig ist, dass du da jetzt ganz vorsichtig bist, sondern dann ist es auch wirklich so, dass du da so geöffnet und dass es so sensibilisiert ist auf eine positive Art und Weise, dass es dir immer weniger wehtut. Aber wenn es weh tut, dann abbrechen und langsam und vorsichtig weitermachen, weil jedes schmerzhafte Empfinden kann sich auch bei diesem Zervix, also beim Muttermund, abspeichern. Und ja, das trägt dann quasi zum Gegenteil bei. Also viel Spaß. Bis dann.